Schiff. Ich habe das Gefühl, dass bei der Tankstelle in Argos eine Sperrzone ist. Jeder, der innerhalb der Zone ist, kann mit Beschuss rechnen, muss aber nicht. Das ist gut. Wieso fährst du denn jetzt zurück? Ja, war cool. Hey, ihr Schlawiner! Und ja. Wie sind die so? Macht ihr da im Busch? Wir haben einen Unfall gebaut. Im Busch? Ja. Ein ganz schön großen Unfall und der kam von hinten. Alles klar, ich verstehe, was ihr meint. Du hast da. Hey, der Wieska. Ihr habt's aber ganz schön hart gemacht, wa? Muss ganz schön hart zur Sache gegangen sein. Ich bin auch schon mal tot. Ja, ich bin der Daniel. Haben Sie noch einen Nachnamen? Ja, Daniel Dauerfeuer. Alles klar. Und Sie sind? Alles klar! Der Kollege hier ist der Hammerhai, oder was? Was? Ich bin der Hammerhai, ja. Ja, wir sind der Hammerhai. Hat aber nichts mit dem Fisch zu tun. Aber was hatten Sie jetzt vor? Was wir gerade machen, wir fahren so ein bisschen rum und haben euch hier rumschlawinern sehen und dachten, wir kommen mal vorbei. Ja. Ja, eigentlich wollten wir nicht gestört werden, aber wir sind so zwei geselligen Kerls. Wir sind schon ziemlich charmant. Das waren jetzt halt komische Leute. Mann, waren die schwul. Mann. Hier sind aber auch Leute unterwegs, ey. Die gehen auf keine Kuhhaut. Nee. Auf unter meine ich. Unter nicht auf. Die gehen auf keine Kuhhaut. Geil, Harald. Du bist so der geile Typ, ey. Ich weiß, ich bin auch ein Hammerhai. Du bist so Hammer, ey. Ich bin Papagei, ich rede alles nach. Ich rede alles nach. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, ich hoffe. Hey, wer hupt da? Da hupt jemand. Moi. Wer ist moi? Moi. Moi? Ich. Ich? Moi, ich? Ich! Ach du. Ja. Du siehst aus wie von der Tasche, da mit so einer geilen Brille. Von der Tasche? Hä? Ich sehe aus wie von der Tasche. Tankstelle, bist du dumm? Nee, du hast Tasche gesagt. Nein, du hast gesagt Tasche. Tankstelle. Danke. Harald, Hammerhai. Ins Ei. Ich reime, wie es mir gefällt. Ich keime in deine Welt. Geiler Bite war das, geiler Spin. Ich würd gern auf dem Rest der Fahrt nicht mehr mit dir reden. Okay, Hammerhai. Hallo. Jo, was hat ihn gerufen? Guck mal, das ist Pac-Man. Ja. Durcheinander gekommen. Das war nämlich der Typ hier, der möchte das Auto hier reparieren lassen. So. Wessen Fahrzeug ist das denn jetzt? Also, auf jeden Fall ist das Auto zu reparieren erstmal. Ja. Wie viel kostet denn so eine Reparatur überhaupt? Ja, kein Sorge, da werden wir uns schon einig. Nicht viel. Ui, Nägel. Was drängen Sie denn so? Ich glaube, der Herr da, der ist zu kompetent, der macht das so schnell, das kostet nicht viel. Ich habe hier eben zwei Nägel gesehen, die ziehe ich raus, da dichte ich das Ganze ein bisschen mit Kaugummi ab, hab gerade leider nichts anderes dabei und dann können sie auch schon wieder weiter. Und wie lange hält das? So lange wie sie nicht den Kaugummi rausspulen, eigentlich immer. Schönen Tag, tschüss. Eigentlich sollte er das bezahlen. Er hat uns nämlich den Schaden. Oh. So. Ja, super, du kannst ja echt nicht fahren. Haben sie auch eine Quittung oder ist das hier alles schwarz? Hey, ja, wenn nicht so rassistisch. Wenn sie eine Quittung wollen, dann musst du leider 500 verlangen. Ja, göttliche Kaugummi. Müssen hier sparsam mit umgehen. Ganz. Ja, Harald, du Hammer. Hä, was willst du? Du, Papa. Ich hab hier göttlichen Kaugummi gekriegt. Alles klar. Ja, du Hammer und du Papa. Alles klar, dann wünsche ich dir noch viel Spaß mit dem göttlichen Kaugummi. Wie schnell ist hier eigentlich ein Kavala? Ich habe jetzt noch kein Geschwindigkeitsschild. Oh! Brat. Was ist denn das für ein Arschloch? Hast du gesehen, wie der mich geschnitten hat? Oh! Oh!
Ah! Oh. Alles bei Ihnen okay? Ah! Hilfe! Der parkt auf mir! Das bin ich doch mir selber! Hab ich auf mir geparkt? Hä? Was ist denn jetzt los? Schnell, holen Sie sich den! Was ist denn jetzt los? Wie bitte? Wer bezahlt mir jetzt den Schaden? Die ist doch in ihn reingefahren. Was für eine Fahrerflucht. Nee, der ist einfach rausgezogen wie so ein Assi. Der ist einfach von da. Wir sind doch auf der Hauptstraße, er muss doch Vorfahrt gewähren. Nee, er war ja schon vorher draußen, ihr seid ja da hinten reingerast. Hey, das ist. Nein, das ist halt. Man muss doch voraussichtlich fahren. Vorausschauen, nicht voraussichtlich. Er war doch schon vorher schon draußen. ADAC, ADAC. Oder Pack. So, sagen Sie mal. Polizei, der Kaugummi fährt sich auch einen Dreck um die Straße, ja. Das hat nicht gehalten mit dem Kaugummi. Aber nee. Sie hatten doch noch den göttlichen Kaugummi. Ja, aber sehen Sie ja, dass der geplatzt ist. Okay, warten Sie mal, dann werde ich mal den edlen, den göttlichen Kaugummi nehmen. Vielleicht hält der länger. Das, ja, vielleicht ist nicht so gut. Vielleicht haben Sie mal was immer hält und nicht nur länger. So, gut, dann fahren wir mal weiter. Ich habe jetzt mit dem göttlichen Kaugummi und dem Tacker versucht. Ja, das läuft, oder? Der kann jetzt nicht mehr kaputt gehen. Sehr freundlich. Versprechen Sie uns das? So, hat es das geschaut? Wie bitte, was? Wollte irgendwo parken. Junge, was stehst du denn da mitten auf der Straße? Was passiert? Wo ist er denn da? Das tut mir leid. Sie können mir einfach die Tür aufziehen, wenn ich am Einparken bin. Naja, ist schon okay. Passiert. Alter, ist das happig. Hä, wie bist du hier reingekommen überhaupt? Fährst du gerade mit unserem Auto? Ja. Aber wie bist du hier reingekommen, Mann? Die Schranke war auf. Hä? Wie, die Schranke war auf? Ja, was mache ich denn jetzt? Das ist doch scheiße. Ich muss doch jetzt irgendwo hier rauskommen. Alter! Mann, ey! Mann! Oh! Ja! Kannst du mir mal erklären, wie das jetzt funktioniert hat? Ist noch einer? Oh ja, stimmt. Ne, ich fahr. Oh! Oh! Alter! Bist du aufgeregt? Ich hatte Angst, dass sie uns rammen. Ja, der Polizist hat zu schnell gesagt. Ja, wir fahren 120. Wow. 200? Wow. Alter! Wie ein Film! Einfach vor dem Richter abgedrängt. Wow. Alter, der hat, also ich hab richtig Gas gekriegt gerade. Wir sind gerade von 110 auf 180 hoch, glaube ich. Wieso hab ich da so einen Schwung gekriegt? Weil er nicht gerammt hat. Was sollte das denn? Da du kannst du da nicht mit volle Kanne von hinten rammen. Sag mal, wie fahren wir hier wieder? Sag mal, sind wir betrunken oder hier auf? Ich bin doch ganz normal rechts gefahren. Du bist doch nicht mal ganz koscher. Tut mir leid, dass ich hier hinten reingefahren bin, aber sie haben mich auch gerade schon abgedrängt vorhin an der Tankstelle. Also, hätte echt böse. Ah, sie sind ja ganz schön rachesüchtig. Nein, ich war ja. Meine, das hätte man ja noch tolerieren können, dass wir sie fast in den Tod gerammt haben. Aber das hier, das übersteigt alle Limits, alle Grenzen übersteigt das. Haben Sie jetzt ein Reparaturkit oder nicht? Wo wollten Sie denn hin? Wir nach Kavala. Ja, das ist aber dann die falsche Richtung, mein Freund. Nein, echt? Das ist die richtige Richtung. Ich dachte, Kavala wäre halt hier in die Richtung, wo der Quadfahrer steht. Ey, bist du völlig Jack? Jetzt. Und jetzt abhauen! Warum hatte der keine Sirene, keine richtige?
Wenn sie eh gerade nichts zu tun haben, dann können sie mal unser Auto reparieren, wenn sie Lust haben. Warum? Wir haben da nämlich irgendwas im Reifen hängen. Nee, bleib mal stehen. Ja. Dann nimm doch meinen Helm, meinen Kollegen mit dem schwarzen Helm mit. Ah, ich glaube, ich habe eine Mitfallgelegenheit gefunden. Aber vielen Dank. Hallo? Was machen wir denn hier überhaupt im Auto? Oh, ich entführe diese beiden jetzt und erschieße sie. Das ist so nett von Ihnen. So, ich entführe euch jetzt und erschieße euch. Du wirst ja immer böser. Herr. Du machst doch nicht eine Maske auf. Warum liegt denn hier Stroh? Hast du mich für dich verstanden? Bist du noch ganz jeck? Hallo? Ach, ganz jeck bin ich nicht mehr. Ne? Ey, Harald. Hä? Die ist nicht mehr ganz jeck. Ich krieg hier hinten überhaupt nichts mit. Ich seh nichts. Ich höre nichts. Ich glaub, sie hat machen wir. Na, ah! Nicht mehr das Autoramm. Das ist neu. Hast du eine multiple Persönlichkeitsstörung? Sie wollte uns erschießen. Aussteigen. Ah, Hilfe! Nein! Sie flüchtet! Kollege! Kollege! So eine Blöde! Der hat's voll weggefetzt. Mann, die fahren so schlecht, die fliegen schon. Mein Gott, du bist so geil. Bring noch ein. Hier, komm. Mach mal ein. Hi, der Witzka. Ja, das ist ja, wollen Sie Körperverletzung melden, oder? Ja, logisch. Ja. Körperverletzung, ja, okay. Seelische Verletzung und das Auto. Und Vergewaltigung. Vergewaltigung? Ja. Nein. Ja, genau. Siehst du, am Arsch hat sie mich vergewaltigt. Können Sie sicherstellen, dass uns das nicht nochmal passiert? Ich fühle mich sonst echt unsicher. Ach, alles klar. Na gut. Dann fahren Sie einfach weiter. Ach, fahren Sie doch einfach. Sagen Sie nicht mal tschüss. Was sind die denn für Banausen? Ja, ja. Du kannst mir auch. Wir müssen das Fahrzeug für die Beweise... Nein! Oh. Was ist das denn? Wo haben sie das denn jetzt hingezaubert? Das war doch unsers! Also keine gute Bewertung für die Polizei, kannst du schon mal sagen. Oh Mama. Mann, was ist denn das? Dieses scheiß Auto! Komm, ich hab mein Piratengehalt gekriegt. Arr. Wenn uns zu Chinesen machen sollen, hätten wir ganz halt machen können. Ich bin ein Pilat. Verstehst meine Witze heute nicht, ne? Doch, nee. Eigentlich hätte ich... Sag nochmal den Witz. Wir hätten uns zu Chinesen machen sollen, hätten wir nämlich machen können statt Verstehe ich immer. Weil dann, weil die Chinesen kein R können. Über die Planke mit dir. Ach! Der ist so geil, Alter. Ja, der ist gut. Ich hätte auch mal Bock, irgendwie so ein eigenes, die Suchtprofis Witzebuch, weißt du? Nee, ich will ein Buch rausbringen. Lass mal ein Buch rausbringen. Wenn wir noch ein Buch, dann like bitte jetzt meinen Kommentar. Hä? Welches Kommentar? Ich habe einen Kommentar geschrieben. Guck doch mal, scroll mal nach unten. Da steht drin, like mich, wenn ihr ein Buch wollt. Ich glaube, meine Mutter wieder ein paar Gewichte sammeln, damit ich... Bei mir auch nicht. Ich habe auch alles gerade verballert. Was für Tucken, Mann. Was für Tucken. Ich habe noch ein paar. Langsamer. Ich hab noch zwei. Langsamer, du hast noch zwei. Langsamer. Ja. Aber so ist Spaß. Oh, pass auf. Du hast eine Reaktion wie ein Chamäleon, ey. Wusstest du, dass Chamäleon die schnellsten Tiere sind? In der Reaktionszeit? Echt? Ja. Das ist doof. Schlechter Vergleich gewesen. Keine Ahnung. Achso, oh. Als ob ich mich mit Chamäleons auskennen würde. Das sind doch die mit den Höckern, ne? Ja. Die grün.